Die Festungsbahn ist eine der wichtigsten Attraktionen in der Stadt Salzburg. Schon seit 1892 bringt sie jährlich tausende Einheimische und Touristen über die rund 200 Meter lange Strecke auf den Festungsberg. Momentan herrscht aber Stillstand. Die Festungsbahn muss zur Hauptuntersuchung, quasi zum Boxenstopp. Die Hauptuntersuchung ist das Wichtigste für den Betrieb der Festungsbahn. Wir bauen die Räder aus, wir untersuchen alle Teile. Es werden die Wellen angeschaut, ob sie Risse haben. Es werden die Lager erneuert. Und es wird dann wieder alles eingebaut, damit wir für den Betrieb wieder gesichert sind. Die Arbeiten dauern rund 3 Wochen, 12 Stunden pro Tag, 6 Tage pro Woche im Schichtbetrieb. Dabei ist Teamwork besonders wichtig. Auf kleinstem Raum wird unter der Bahn gehämmert und geschraubt. Jetzt werden die Räder vorbereitet für den Ausbau. Sämtliche Schrauben gelockert, Wellen ausgebaut, damit man es dann rausheben kann. Die frisch ausgebauten rund 500 Kilo schweren Räder kommen dann in die Werkstatt. Dort werden sie in die Einzelteile zerlegt und gründlich gereinigt. Da hinter mir, da werden gerade die Räder vorbereitet. Sie werden die alten Lager werden rausgepresst, neue Lager eingepresst und die Räder werden dann neu eingefettet. Das Rad hier, das ist schon fertig für den Einbau. Das ist schon neu gelagert, geschmiert und dann neu lackiert. Neben den Rädern wird auch auf sämtliche Sicherheitseinrichtungen ein sehr gründlicher Blick geworfen. Den Teil, was man da unten sieht, das ist die Schienenzangenbremsen. Die Schienenzangenbremsen ist die Bremsen, die was uns bei Seilriss das Leben rettet. Damit kann nichts mehr schiefgehen. Die Hauptuntersuchung der Festungsbahn wird noch bis zum 29. Jänner dauern. Danach nimmt sie wieder wie gewohnt im 10-Minuten-Takt den Betrieb auf.